Es passiert in der Nacht, am Tag, zu jeder Uhrzeit, statistisch gesehen alle 4 Minuten. Die Täter, die sind blitzschnell, gut organisiert und sie klauen, was sie nur kriegen können. Und es passiert immer häufiger. Die Zahl der Wohnungseinbrüche hierzulande, die ist im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr drastisch gestiegen. Das belegt die neue Kriminalstatistik, die zur Stunde in Berlin vorgestellt wird. Und die Statistik belegt auch, oft werden die Täter nicht gefasst. Christoph Schreiner berichtet über Fakten und Schicksale. Gitter im eigenen Haus, Fenster und Türen verrammelt und einbruchsicher gemacht. Margot Stümper sah keine andere Möglichkeit mehr, ihr Haus, ihre Habe und nicht zuletzt sich selbst zu schützen. Bereits 2-mal wurde bei ihr eingebrochen. Alles durchwühlt, was man sich nur denken kann. Beim ersten Mal durchs Fenster wieder raus, beim zweiten Mal durch die Tür raus. Dann hatten sie wohl ein bisschen mehr Zeit, um einen Fluchtweg sich zu sichern. Also es war ganz furchtbar. Es war ganz furchtbar. 2-mal ausgeplündert, die Täter bis heute nicht geschnappt. Nur jeder 7. Einbruch kann derzeit aufgeklärt werden. Ausspionieren, zuschlagen und verschwinden. Einbruch mit System, meist gut organisiert. 167.000 Mal passierte das in Deutschland im vergangenen Jahr. Ein Plus von 10% gegenüber dem Jahr davor. Die Polizei hat meist das Nachsehen, kann oft nur reagieren, nicht agieren. Zu wenig Personal, zu schlechte Ausrüstung. In Deutschland ist Polizei und Justiz in den vergangenen 25 Jahren bis an den Rand der Handlungsfähigkeit kaputt gespart worden. Die Länder verhalten sich so, als wäre es ein lokales Phänomen und man müsste die Informationen nicht miteinander vernetzen. Vernetzung der Polizei untereinander, ein vielleicht wesentliches Gegengewicht zur Bandenkriminalität. Denn die Täter heute sind vernetzt und oft international aktiv. Sie sind äußerst beweglich und flexibel. Banden, oft aus Südosteuropa, ohne Ortsbezug und Bindung zum Tatort. Einbruchstouristen. Also Täter, die aus anderen Staaten gekommen sind, die aus anderen Bundesländern angereist sind, aus Hamburg, hier Einbrüche begangen haben und dann auch schnell wieder weg waren aus der Stadt. So konzentrieren sich die Einbrüche in der Regel auf Ballungsgebiete mit guten, schnellen Fluchtwegen. Zum Vergleich, im ländlichen Freyung in Bayern kam es 2015 gerade mal zu 14 Einbrüchen. Bremerhaven zählte im gleichen Zeitraum 697. Jeder einzelne Fall hinterlässt ein persönliches Drama. Erlittene materielle Schäden, der Verlust von Geld oder Wertsachen sind dabei oft zweitrangig. Schlimmer sind Beklemmung und Angst. Die Menschen haben Angst, sie werden schreckhaft, bei jedem Geräusch schrecken sie hoch, sie befürchten, die gleichen Leute kommen wieder oder dieselben Leute kommen wieder. Sie haben was davon gehört, dass es inzwischen Banden sind, die kommen und nicht nur Einzeltäter, die gerade mal vielleicht finanziellen Bedarf haben. Polizei und Justiz scheinen macht- und hilflos zu sein, auch in diesem Jahr. Nicht einmal 15% der Einbrüche konnten 2015 aufgeklärt werden. Und aus Stuttgart jetzt live zugeschaltet Thomas Strobel. Er ist der frisch gebackene CDU-Innenminister in Baden-Württemberg. Herr Strobel, das sind ja Zahlen, die die Bevölkerung verunsichern. Und die Zahlen, die steigen ja schon seit Jahren. Muss man da nicht einfach nüchtern eingestehen, Politik, aber auch Polizei haben schlichtweg versagt? Nun, wir haben diese steigenden Zahlen bei den Einbruchsdiebstählen. Und das müssen wir selbstverständlich sehr ernst nehmen. Die Menschen haben Sorge um die innere Sicherheit. Sie haben Angst vor einem Einbruchsdiebstahl, im Übrigen auch vor einem Überfall, vor einem sexuellen Übergriff. Es ist nicht so, dass wir nichts unternehmen können. Kurz gesagt, wir brauchen mehr Polizei. Wir brauchen bessere Möglichkeiten für unsere Polizei und wir brauchen mehr Mittel für die Polizei. Das haben wir im Bund gemacht mit einigen tausenden zusätzlichen Stellen für die Polizei. Wir geben der Polizei mehr Mittel und mehr Möglichkeiten. Und wir haben in Baden-Württemberg beispielsweise in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, dass wir eine 4-stellige Anzahl zusätzlicher Stellen bei der Polizei schaffen werden. Und wir werden auch hier die Ausrüstung der Polizei stärken. Wir werden auch mehr Möglichkeiten unseren Polizistinnen und Polizisten geben, um solche Straftaten, um Einbruchsdiebstähle ganz konkret zu verhindern und vor allem auch um Straftaten, wenn sie passiert sind, auch aufzuklären. Das sind sicherlich Schritte in die richtige Richtung. Aber wir haben es ja gerade im Film gesehen, viele Einbrüche gehen offenbar auf das Konto gut organisierter osteuropäischer Diebesbanden. Offenbar klappt das mit der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden nicht. Warum nicht? Und kann man das nicht wesentlich besser machen? Muss man das nicht wesentlich besser machen? Auch da sind wir auf einem richtigen und guten Weg. Gerade Baden-Württemberg und
Bayern arbeiten sehr eng zusammen, was die Bekämpfung von Einbruchsdiebstählen angeht. Das wollen wir ausweiten auf weitere Baden-Württemberg benachbarte Bundesländer, beispielsweise Rheinland-Pfalz und Hessen. Und klar ist auch, wir müssen erkennen, dass das bandenmäßig organisierte Kriminalität ist, mit einem Übergang zur organisierten Kriminalität. Die Täter sind hochmobil, sie sind technisch bestens ausgerüstet. Und wir müssen durch Sondereinheiten gewährleisten, dass unsere Polizei Schritt halten kann, kurze Dienstwege, schnelles Eingreifen und natürlich auch eine entsprechende technische Ausrüstung. Und wenn das alles kommt, dann hoffen wir, dass die Einbruchszahlen wieder zurückgehen. Wir können uns ja nächstes Jahr widersprechen an dieser Stelle in der Hoffnung, dass die Zahlen tatsächlich sinken aufgrund der eingeschlagenen Maßnahmen. Thomas Strubbel war das, CDU-Innenminister aus Baden-Württemberg. Vielen Dank für dieses Gespräch. Von der Fußgängerzone in der Dortmunder Innenstadt sind es nur ein paar Minuten bis zur Nordstadt. Aber hinterm Hauptbahnhof quasi, da wird vieles anders. Ghetto nennen es die einen, Multiproblemviertel nennt es die Polizei. Mehr als die Hälfte der Menschen hier, die hat einen Migrationshintergrund. Zu denen, die hier schon zum Teil seit Generationen leben, kommen in der letzten Zeit immer mehr sogenannte Armutseinwanderer aus Süd- und Osteuropa. Auch wenn hier oft von einer No-Go-Ära die Rede ist, weder Anwohner noch Polizei hören diesen Begriff wirklich gerne. Unser MIMA-Reporter Alexander Röttig war in der Dortmunder Nordstadt unterwegs. Ein Notarzt und 10 Einsatzwagen. Unser Frühsommerabend am Dortmunder Nordmarkt beginnt spannend. Wir sind jetzt 60 Minuten hier in der Nordstadt und geraten hier plötzlich in so einen Einsatz, Riesenschlägerei. Nichts Genaues weiß man bislang. Wie gesagt, 60 Minuten, das sagt schon was. Einsatzkräfte mit Stichschutzwesten durchkämmen dieses Haus. Die Beamten verhören Zeugen, Sanitäter bringen eine Frau ins Krankenhaus. Ein Riesenspektakel, das viele Nordmarktbewohner mit amüsierter Distanz beobachten, wie ich feststelle. In all dem Chaos gelingt es mir schließlich, den Einsatzleiter zu finden. Was war denn hier nun los, frage ich ihn. Hier ist es zu einer größeren Schlägerei gekommen von 10 Personen, wo auch Messer im Spiel gewesen sein sollten. Danach sind die Personen ins Haus geflüchtet, bevor die Polizei eingetroffen ist. Wir haben alle 10 Personen angetroffen. Gott sei Dank ist niemand verletzt worden und auch von den Polizeibeamten keiner verletzt worden. Die Nordstadt, ein lebendiges Viertel, aber eines mit Problemen. Besiedelt von türkischen Familien, die seit Generationen hier leben. Und von neu eingewanderten Menschen aus Osteuropa und den Maghreb-Staaten, von denen einige echte Probleme machen, wie die Polizeistatistik verrät. Am nächsten Tag mache ich mich erstmal auf den Weg zu den letzten verbliebenen Ur-Dortmundern, um sie nach ihren Erfahrungen zu fragen. So, wir haben gesehen, was es hier für Konflikte gibt, wie die einzelnen Gruppen miteinander umgehen. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wie reagieren eigentlich die letzten Ureinwohner darauf. Um das herauszufinden, gehe ich jetzt rüber in die Palette zu Renate. Hier gibt's mittags schon ein Bierchen und einen Korn. Nicht für mich natürlich. Wirtin Renate stammt aus Berlin, lebt aber seit 40 Jahren im Dortmunder Norden. Die Zeiten hätten sich geändert, meinen alle hier, und das nicht zum Besseren. Bei Netto bin ich einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Und hier auf der Straße werden Gäste angesprochen, Wechselgeld. Oder werden auch hier umtanzt, habe ich einen Gast, der eine goldene Kette dadurch verloren hat. Ich bin sonst jeden Morgen mit dem zu Fuß hierher gekommen. Jetzt fahre ich mit dem Taxi, weil ich einfach Angst habe. Ne? Und also, abends geht ja kaum einer noch raus. Wie kriminell ist die Szene? Wir machen den Test mit versteckter Kamera. Mir fällt auf, überall stehen Männer herum, hier soll offen gedealt werden. Ich beobachte, wie diese beiden irgendetwas austauschen. Das soll jetzt wohl unauffällig aussehen. Und dann spricht mich dieser Mann an. Hier wird tatsächlich offen gedealt. Laut Polizei sind es vor allem Nordafrikaner, die aktiv sind. Ich treffe Kim Freigang von der Dortmunder Polizei. Die meisten Marokkaner und Algerier in der Nordstadt seien unkompliziert, betont er mehrfach. Doch sie beobachten einen harten Kern von Kriminellen. Typisch für diese Täter? Dass die sehr respektlos, sehr aggressiv uns gegenüber auch auftreten. Aber eins muss man ganz deutlich sagen, wir lassen uns da die Butter nicht vom Brot nehmen. Wir sind dort der Staat, wir haben das Gewaltmonopol und wir sind in diesem Fall da die Herren im Hause. Das muss man mal ganz deutlich sagen und das zeigen wir auch durch unsere Präsenz.
Trotzdem kann man abends in der Nordstadt die Opfer der Dealer beobachten. Heroinabhängige Prostituierte, die sich für 20, 30 Euro verkaufen. Hanna Biskoping und ihre Kolleginnen von der Mitternachtsmission helfen ihnen mit Beratung und warmer Kleidung. Wir treffen Jenny. Auch sie ist Jahre anschaffen gegangen. Aus der Szene auszusteigen, das schaffen die wenigsten. Gerade die drogenabhängigen Frauen, also die Beschaffungsprostituierten, haben natürlich Probleme, weil sie einfach einem Suchtdruck nachgehen müssen. Treiben tut sie das Heroin und das Kokain dahin. Ich sehe sie abends in Hauseingängen, wenn ich da bin, in Kellerräumen. Sie rauchen das, sie spritzen das. Das ist ein Teufelskreis. Das Elend der Straßenprostituierten, nur eine von vielen traurigen Geschichten, die ich in der Nordstadt höre. Immer wieder aber trifft man Menschen, die gerne hier leben, trotz allem. Heilpraktiker. Für manche Patienten sind die sowas wie der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern können. Hoffnung auf Heilung keimt auf und nicht selten wird diese auch erfüllt. Alternative Heilmethoden sind ja richtig populär, gerade dann, wenn der Arzt keinen Rat mehr weiß. Etwa weil er keine körperlichen Ursachen für die Beschwerden finden kann. Unser heutiger Talkgast sieht das aber alles sehr kritisch und spricht so wörtlich von Unheilpraktikern, die mit der Gesundheit ihrer Patienten spielen. Herzlich willkommen bei uns im ZDF Mittagsmagazin, Anusch Müller. Hallo. Sie wissen, von was Sie sprechen, denn Sie sind selbstgelernte Heilpraktikerin. Über all das reden wir gleich, aber zunächst einmal, liebe Zuschauer, stellen wir Ihnen ein paar gängige Methoden dieser Heilpraktiker mal vor. An diesen Kügelchen scheiden sich die Geister. Wirken Globuli oder wirken sie nicht, hat der Arzt Samuel Hahnemann eine geniale Medizin erfunden oder ist alles doch nur Einbildung? Über die Wirksamkeit von Homöopathie streitet sich die Medizin seit 200 Jahren und das bis heute. Ihre Wirksamkeit ist also umstritten. Doch viele Menschen vertrauen auf die andere Medizin. Tendenz steigend. Angeblich nutzt jeder Zweite wenigstens zeitweise Globuli. Globulis gehören dazu. Ja, also das sind auch Dinge, die ich selbst zu mir nehme, wo man, ich denke mal, einfach auch dran glauben muss. Ja, da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, haben wir schon genommen. Ja, aber nicht der Erfolg da gewesen, den wir uns vorgestellt hatten. Ja, ich habe Halswirbel vorfallen im Schmerztabletten. Die vertragen sich aber nicht mit dem Magen, weil sie stark sind. Und wenn ich Probleme mit dem Magen habe, nehme ich die Globulis. Natur. Und es hilft. Exotische Trends wie die Schamanentherapie, ein messbarer Effekt auf die Gesundheit, lässt sich nicht belegen. Einrenken beim Chiropraktiker kann sogar gefährlich werden. Es drohen neurologische Zwischenfälle bis hin zum Schlaganfall. Und das Schröpfen, eine 3000 Jahre alte Heilmethode, soll ebenfalls gegen Rückenschmerzen helfen. Aromatherapie und Ayurveda-Massagen in erster Linie Wohlfühltrends. Die, darin sind sich die Experten einig, eine schulmedizinische Behandlung allenfalls begleiten und ergänzen, aber nicht ersetzen können. Frau Müller, eins vorab, Sie sind nicht gegen Heilpraktiker im Allgemeinen, Sie sind ja auch selbst eine, aber Sie sagen Vorsicht und Augen auf. Vorsicht vor was? Ja. Also ich bin keine Heilpraktikerin geworden, dann doch nicht nach meinen Erfahrungen, die ich im Buch beschreibe, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich habe ein großes Verständnis für Patienten, die sich zum Heilpraktiker wenden, weil ich selbst aus einer langen Leidensgeschichte komme, die mich jetzt schließlich auch zu der Heilpraktiker-Ausbildung geführt hat. Und Sie hatten gute persönliche Erfahrungen gemacht und sich gesagt, das will ich jetzt auch versuchen. Nee, eigentlich gar nicht irgendwie so durchschlagend. Mich hat dann eher so fasziniert, was die machen. Mhm. Ich war auf der Suche nach einer beruflichen Alternative und habe mich ohnehin immer schon für Medizin interessiert und das Gesamtpaket so aus eigener Leidensgeschichte plus Interesse an Medizin, so wie ich es dachte, führte mich dann zu dieser Heilpraktiker-Ausbildung. Und worauf muss ich jetzt achten oder wo soll man vorsichtig sein, wenn man sagt, ich lasse mich auf eine Behandlung durch Heilpraktiker ein? Ja, also was die allerwenigsten Patienten wissen, ist, dass Heilpraktiker in Deutschland kein Ausbildungsberuf ist, kein anerkannter. Im Prinzip kann jeder Heilpraktiker werden, der über ein paar Sachen muss man erfüllen, aber eigentlich nicht, braucht nicht mal ein Abitur. Sie müssen auch keine Schule besuchen, sie brauchen keinerlei Praxiserfahrungen. Das Einzige, das sie vorweisen müssen, um eben praktizieren zu dürfen, ist das Bestehen einer Heilpraktikerüberprüfung. Die besteht aus 60 Multiple-Choice-Fragen,
beim Gesundheitsamt und nach einer kurzen mündlichen Überprüfung. Und danach können Sie im Prinzip alles anwenden. Aber jetzt würde ich ganz einfach sagen, die Schulmedizin ist ja auch oft mit ihrem Latein am Ende, obwohl die das gelernt haben, obwohl da alles genau geregelt ist und obwohl das ja alles Doktoren sind. Und da hat so mancher Heilpraktiker geholfen. Das eine muss ja nicht Voraussetzung für das andere sein. Das stimmt, also die Schulmedizin hat ihre Vorteile ganz klar bei Diagnose und Therapie. Und der Heilpraktiker eben bei Zeit und Zuwendung. Und Letzteres ist enorm wichtig, weiß man inzwischen durch auch viele Untersuchungen und Forschung, dass Zuwendung und Zeit, Empathie sich durchaus heilsam auswirken können. Daher entsteht oft der Effekt, der Heilpraktiker hat mich gesundet. Wobei man muss das natürlich auf lange Distanz betrachten, ob die Erkrankung tatsächlich verschwunden ist. Das heißt, wenn die Ärzte einfach mehr Zeit hätten und nicht nur schnell innerhalb von 3 Minuten den Rezeptblock nehmen und irgendwas aufschreiben, dann könnte den meisten Menschen auch so geholfen werden wie von den einfühlsamen Heilpraktikern. Gut, es kommt sich auch immer auf die Arzt-Patienten- oder Heilpraktiker-Patientenbindung an. Das ist ja ein sehr individuelles und auch persönliches Unterfangen. Das ist natürlich auch nicht gesagt. Viele Leute gehen ja auch nicht nur zum Heilpraktiker, weil sie mit der Schulmedizin unzufrieden sind, sondern weil sie da auch in ihren weltanschaulichen Überzeugungen vielleicht Bestätigung finden, weil sie ohnehin schon auch esoterisch orientiert sind. Und kriegen wir es nicht hin, dass das irgendwie beides parallel zueinander existieren könnte? Schulmedizin auf der einen Seite, das Heilpraktikern auf der anderen Seite. Auch das macht ja irgendwo Sinn. Also ich entwickle in meinem Buch einen Vorschlag, ich nenne das Genesungsbegleiter anstatt Heilpraktiker, der dann eine staatlich geregelte Ausbildung durchläuft, sodass der Patient auch weiß, mit wem er es zu tun hat und dass er da auch mehr Patientenschutz hat. Das ist dann jemand, der Genesungsbegleiter würde dann dort weitermachen, wofür dem Arzt tatsächlich die Zeit fehlt. Der würde sich kümmern, so ein bisschen Seelsorge betreiben, Massagen, Wohlfühltherapien, all sowas könnte so ein Genesungsbegleiter in der Tat machen. Das wäre dann auch vielleicht eine gelungene Zusammenarbeit, womöglich mit dem Arzt. Der Heilpraktiker als Genesungsbegleiter, als Genesungsbegleiter sozusagen, als Lösung dieses Problems, sagt Anuschka Müller, die selbst mal fast Heilpraktikerin geworden ist in ihrem Buch Unheilpraktiker. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, danke schön.